Leute. Ja, gerade auf der Autobahn. Ich fahre jetzt Richtung München und es geht auf die ISPO nach München, also auf die Outdoor-Messe. Und jetzt gleich treffe ich mich mit dem Matthias, kennt ihr bestimmt, den Outdoor-Buddy. Ja, und dann werden wir gemeinsam morgen dann auf die Messe spazieren. Spannend ist, wir haben keinen Platz zum Übernachten. Das wäre jetzt quasi die erste Dachzelttour in dem Jahr. Ich habe sie erst montiert, aber wir haben keinen offiziellen Platz momentan, weil die Campingplätze waren alle ringsherum ausgebucht und es gibt jetzt einen Campingplatz, der keine Buchung nimmt. Das wäre jetzt auf gut Glück, dass wir vielleicht da unterkommen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir uns ja mehr oder weniger auf Park4Night verlassen und das wäre dann doch etwas unschön mit Dachzelt, wird sich zeigen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Gleich da noch 10 Minuten und ich bin extrem gespannt. Ich habe schon jemanden getroffen dort, die haben gesagt, es wäre kein Problem, ist noch was frei. Sehr schön. Und jetzt warte ich nur noch auf den Matthias. Das Auto steht am Campingplatz und der Matthias ist auch schon da. Die Begrüßung hatten wir schon hinter uns persönlich. Ja. Genau. Nach, keine Ahnung, 7 Jahren endlich mal getroffen. Immer wieder zusammengeschmatzt und nie geklappt. Ja, unfassbar. Ist halt sehr große Distanz auch, ne? Ich glaube 700, 600 Kilometer oder sowas. Ja. Ist nicht so einfach dann. Aber da die Messe ja in München ist und nicht so weit von mir weg, ja, haben wir uns doch getroffen, genau. Und jetzt bauen wir auf und machen uns erstmal ja, einen gemütlichen Platz. Was hast du dabei heute? Nature-Excel. Hab ich auch in der Hand gehabt erst. Gut. Aufbau. Aufbau. Nacht, Bernd. Gute Nacht, mach's gut. Bis morgen oder übermorgen, je nachdem. Ja. Mach mich Montag wieder wach, ich muss wieder arbeiten. Bei mir wird das jetzt demnächst anfangen. Ich merke das auch schon so, wenn das Handy, was ich vorher so hatte, muss ich jetzt schon so machen. Ja, ich denke, ich bin hier los. Ja, Prost, Matthias. Prost, Matthias. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin, ja. Schön, dass wir hier sind. Genau. Das Tisch wie alles. Oh, jetzt. Tut richtig gut. So. Wo fahren wir hin? Auf die Messe. Wunderbar. Und bist gespannt? Ja. Aufgeregt? Schauen wir mal, was es an Neuheiten gibt. Vielleicht wieder ein paar coole Sachen dabei. So, wir sind drin in der Messe. Abendessen ist auch schon gesichert. Jetzt schauen wir uns mal um hier. So. So, guten Morgen oder hallo, Amazonas Ultralight. Hier ist unser neues Produkt, Travel Camp 3-in-1. Eine Hängematte, wie du hier siehst, mit einem Einschubfach, das heißt isoliert. Einschubfach natürlich schräg, wegen der Diagonale zum Liegen. Die Hängematte ausgestattet mit einem entsprechenden Moskitonetz. Was man von unseren normalen Hängematten in Anführungszeichen ja auch schon kennt. Und das ganz Besondere ist jetzt, dass hier ein Tarp inklusive ist. Das heißt, das Tarp ist angenäht an das Moskitonetz und verbunden in einem Stück mit der Hängematte. Der große Vorteil, du hast drei Kombinationsgeschichten in einem Produkt. Also Hängematte, Moskitonetz und Tarp und hast nicht mehr einzelne Teile zum Aufspannen, zum
Regulieren zum Tunneln machen, sondern hast hier eine große Aufhängung, die gekennzeichnet ist, das sieht man jetzt nicht so gut hier, mit einem großen entsprechenden weißen Pfeil. Und dieses Ding hängst du an den Baum und dann ist schon alles fertig. Das heißt, du musst dann nur noch entsprechend spannen, dir deine Höhe aufbauen und that's it. Ganz neu rausgekommen, verfügbar, lieferfähig in ungefähr 4 Wochen. Super cooler Stand von Landtag Socken. Sehr netter Kontakt auch. Machen tolle Sachen. Das werde ich mal ausprobieren für euch und ja, genau. Every season we take about 10% of our collection, the slower sales, and we make new fresh styles and new colors. So for that's a popular style. So, das hier sind so Mückenabwehrgeräte, die legst du einfach am Tisch neben dir draußen und dann hast du Ruhe quasi. Also richtig cool. Und ja, ich habe es schon beim Matthias gesehen, funktioniert an sich auch gut. So richtig einsetzen konnte man es noch nicht, weil wir hatten eigentlich nicht so viel Mücken. Aber ist egal, gibt es in verschiedenen Größen. Richtig schöne Produkte, sehr leichte Thermoskannen haben die da. Und Bialetti, French Press, alles gutes Material, kann ich also auf den ersten Blick nur empfehlen, dass man sich das vielleicht mal anschaut. Auch die Haptik hier von den Tasten zum Beispiel ist wirklich sehr gut. Tolle Sache. Auch ein netter Kontakt. Hier haben sie zum Beispiel für Filterkaffee, die dreieckigen Filter gehen da rein, kannst zerlegen, leicht transportieren. Shorter on the head. Yeah. So the reason we do that is by having a 60-40 offset peak, we have more usable space when you sit up. Ja, das sind halt richtig leichte Rucksäcke hier. Das ist wirklich super. Von Six Moon. Auch ein netter Kontakt. Die kommen aus Oregon. Genau. Und bei denen geht es halt wirklich um leichte Dinge. Das Zelt hier, das wiegt 900 Gramm, so im Schnitt. Und das Schöne ist, das raschelt halt nicht. Also das ist wirklich leise und luftig. Ja, von Six Moon machen wirklich nur leichte Sachen. Das ist halt so für Trailrunning und Ultralight-Wanderungen gedacht. Kommt so auf, was ich richtig verstanden habe, so zwischen 200 und 300 Euro. Ja, genau. Aha.
Also wer es noch nicht kennt, Asato, die machen Kocher hauptsächlich und haben neu im Sortiment sehr leichte Flaschen. Also das ist Titan. Das ist halt, ja, wiegt gar nichts. So ein Töpfle. Und da hast du dann so eine Klemme mit dabei. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, aber wenn du jetzt einen Kocher hast, der ein bisschen außerhalb stark brennt, dann ist halt ganz gut, wenn du dann eben so eine Klammer da hast, so einen Griff. Und bei dem ist für mich persönlich jetzt interessant, einmal natürlich das Gewicht, ich weiß nicht, wie viel Gramm das waren und auch die Klammer dabei und der passt. Wie schwer war der nochmal? Zusammen mit dem Deckel sind es 93 Gramm. 93 Gramm? Ja, beides zusammen. Okay. Also 93 Gramm, das ist richtig cool. Und interessant ist da, dass der auch auf den Tangier passt. Also genau die Größe von dem Tangier-Topf. Ja, spannend. Ja, riesig das Ganze. Man weiß gar nicht mehr, wo man hingehen soll. Wie ihr seht im Hintergrund, die Stühle, die gibt es ohne Ende in allen Variationen mittlerweile. Schauen wir mal hier, ist auch ganz interessant. Genau wie bei Kido mit dem Aufspannsystem. Das Regenschirmprinzip. Kann man ganz schön sehen, das Faltsystem. Hallo, ich bin Guido von Fibertec. Wir machen Pflegemittel, die nachhaltig in Deutschland produziert werden. Wir sorgen sehr dafür, dass unsere Produkte die Umwelt wenig belasten. Wir zeigen hier auf der ISPO in München gerade unser aktuelles Programm. Wir haben hier unsere Wand mit den neuen Pflegemitteln. Ganz neu ist, dass wir die Produkte jetzt auch in Nachfüllbeuteln anbieten, Back-in-Box-System. Da kann der Kunde durchaus auch in den Laden gehen und sich eine Flasche neu befüllen lassen. Ansonsten zeigen wir halt Produkte wie unsere Reiseseife. Die ist Süßwasser- und Salzwassertauglich. Man kann sich damit toll duschen, man kann aber auch spülen oder auch mal seine Unterwäsche waschen, was auf einer Trekkingtour ja durchaus auch mal angebracht ist, damit nicht die Fliegen tot vom Baum fallen. Mal zwischendrin, der Matthias vom Kanal Outdoor Buddy, der macht ein bisschen mehr Input, was die Messe betrifft. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Unten ist der Link nochmal drin, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, was ich aber nicht glaube. Genau, mir hungert schon recht, es ist schon 1 Uhr. Wir haben noch ein paar Termine bei Herstellern. So am Stand von der Klimit, sehr weich, richtig cool, fühlt sich an wie daheim im Bett. Super Sache, hat einen R-Wert von 21, ja, Preis liegt so bei 230, 250 Euro. Und da kommt aber noch eine raus, wo ein bisschen R-Wert von 9 oder so hatte, weiß ich nicht mehr genau. Die dann auch für den Winter ganz gut geeignet ist, ja, gefällt mir gut. Wiegt aber auch schon 1,1 Kilogramm, ja, aber eine coole Geschichte. Und der Matthias, der gruselt gerade bei der großen Version rum. Oh, eine Kuscheldecke, danke. Oh, Matthias, schönes Bettchen wieder machen, gell? So, und wer jetzt immer schimpft, dass es nichts Gescheites für das Auto gibt, bei diesem Zelt kannst du einen VW-Bus direkt reinfahren zum Beispiel und hier in der Kabine schlafen.
so, auch das Nemo, von Nemo, das Mayfly Osmo, zwei Personen, hat immer zwei Eingänge. Das ist schon mal gut, sehr leicht. Was es genau wiegt, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Und recycelbares Material hat es auch. Das ist schon mal klasse. Dann nochmal eins. Das ist, ja, auch so Bikepacking ist das gedacht. Natürlich zum Wandern kann man das auch nehmen. Hat hier diese, ja, diesen Aufbewahrungssack, Tasche oder Korb, wie man sagen möchte, wird da verklipst. Und da kann man Schuhe und sein Zeugs da reingeben. Optional gibt es dann auch einen Footprint dazu. Also recht spannend und natürlich leicht auch. So, ja, von meiner Seite aus werde ich das Film jetzt einstellen. Wir haben eine Menge gesehen. Ja. Wie hat es dir gefallen? Sehr viel jetzt? Da. Ich fand die Messe auf jeden Fall besser als die 2019 auf dem offiziellen Messegelände. Hier ist alles ein bisschen kompakter, ein bisschen konzentrierter. Mhm. Bisher ein paar coole Highlights dabei gewesen, ja. Ja, vor allen Dingen auch sehr nette Leute, muss man sagen. Definitiv. Total nett. Super Kontakte und so weiter. Genau, aber ich bin durch und schaut auf jeden Fall beim Outdoor Buddy, bei Matthias auf den Kanal. Ja, ich bin noch einen Tag da. Er ist nämlich noch einen Tag länger da und hat noch mehr Einblicke. Er hat auch heute ein bisschen mehr noch gefilmt mit Input und so weiter und Informationen. Schaut auf jeden Fall rein. Ja, dann an der Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns auf meinem Kanal wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Ciao.